So, hallo und herzlich willkommen zu Epic Auto Towers. Wir versuchen jetzt mal mit einem Butler Tower vielleicht mal eine geile Runde zu machen. Der kommt auf jeden Fall neben den Royal Tower. Beschert in jeder Runde das Doppelte von 2 plus 2, also plus 4 plus 4. Für damit 4 Health Points, HP, HP. Die Chest gibt uns hier nur ein Gold statt zwei, weil es nicht neben Royal Tower steht. Deswegen kriegt man jetzt gerade richtig gut aufs Gesäß. Aber unser Royal Tower ist mittlerweile auch schon stark genug, um das abzufedern. Ja, wir machen einfach mal hier einen Turm, einen Horse. So. Ich wollte ja eigentlich eine Princess hinstellen, um den Butler hier noch ein bisschen zu buffen. Aber das gibt ja dem auch ganz gut. Oh, jawohl. Zack. So. Und jetzt kommt hier das. Ach, schade. Ah, ich hätte gern wirklich noch einen Thief neben der Chest gehabt. Ah, das muss anscheinend noch eine Runde warten. Na gut. Wir sind aber noch gut dabei. Der ist schon mal ziemlich schnell aufgelevelt, was sehr geil ist. TNT macht halt allen Schaden. Oh, eine Kau. Milch plus 3. Ah, können wir uns eh nicht leisten. Ja, aber als Verstärkung. So. Baue ich einfach mal eine Milch und schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen Katzenmechanik jetzt hier reinbringen können. Also hier hinten können wir halt jetzt nicht mehr viel machen, außer die aufleveln, also den Butler. Ansonsten ist hier der Bereich eigentlich safe, also da können wir jetzt nicht mehr wirklich groß was dran rütteln. So, deswegen ja. Wir können vielleicht noch einen Glass Tower bauen. Hier. So, und noch einen. Weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht, ob ich einen Guard Tower hier noch will. Oder lieber noch Milk und Cats. Und vorne einen Guard, weiß ich nicht. Oder lieber noch einen Glass Tower. Weil der bufft dann auch jede Runde halt. Also, der bufft dann halt insgesamt den Royal Tower nochmal gut. Oh. So, hier die Katze. Nochmal rollen. Genau, damit wir die Milch mal aufleveln können, um beide Katzen zu buffen. Noch ein Glass Tower wäre für die Strat eigentlich ganz geil. Wir können auch sagen, wir warten. Jetzt sind wir Runde. Ich sehe es noch nicht. 8. Okay. So. Ich mache das mal. Die Katzen lasse ich. 8. Ja. Genau. Ich lasse das. Ich bekomme jetzt Gold. Und will dann
2 Butler Tower bauen. Also brauche ich 20 Gold. Ja, dafür muss ich halt erst den Boss besiegen. Aber ich denke, das schaffe ich. Ja, guck mal, der macht schon 12 Schaden. Oder ich baue einfach mal so einen Butler. Oh mein Gott, das ist gut. Oh, Coffee wäre auch geil. Oh, Coffee wäre auch richtig gut gewesen. Der doppelt alle Temporary Bonuses, wie zum Beispiel die beiden, die den Royal Tower sein Damage ihren Damage geben. Puh. Ah, die wären gut gewesen. Schade. Und die würden dann selber nochmal irgendwelche Boni bekommen. Ah, hier haben wir die Princess. Bisschen spät. Schade. Oh ja, komm. Hier, zweimal Thief. Und dann schauen wir uns mal an, ob das... Aber das hinbekommen. Oh, ich bin ganz zuversichtlich. 4, 7, 2, 4, 11. Nummer 4, der Butler 6. Aber der Royal Tower ist mittlerweile zu groß. Temporary. Oh, ja, das ist doch noch ein bisschen besser. Wenn wir das halt nicht halten können, dann verdoppeln wir das. Ah, jawohl, genau. Schade, jetzt können wir aber nicht nochmal rerollen und doch mal einen Butler geben. Das hätte er eigentlich auch gerade gar nichts gebracht. Der hat auch... Der ist schon auf Stufe 3 jetzt. Das bedeutet, der gibt jede Runde plus 12, plus 12 an den. Wow. Jawohl, den Horse Tower. Add an extra common uncommon or rare tower at the discount of the tower next turn. So, hier nochmal. Ah. Bisschen schade. Bisschen schade. Milk. Ja, der hat auch ein bisschen Erfahrung schon mal bekommen. Genau, den buffen wir noch ein bisschen, damit... Ah ne, der gibt ja nur sein Damage. Ah, der Glass Tower gibt, glaube ich, nur sein Damage weiter, nicht seine Defense. Also macht das eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich von denen die Defense buffe. Oh, das sind jetzt aber viele. Oh. Aber nicht so richtig, was ich... Ah, hier. Cat Tower kann ich bauen. Kuh wäre auch nice gewesen, aber... Na gut, komm. Einfach nur, weil ich's kann. Also wirklich nur deswegen. Ja, weiter will ich den aber jetzt auch nicht buffen. Hier. Glass Tower, damit unser Ultra Royal Tower noch mehr Damage bekommt, jede Runde. Wir sind auch schon bei 124 zu 125. Das ist gut. Rarity upgraded. Boah, wenn wir den plus 10 plus 10 geben, fällt das ja überhaupt nicht wirklich ins Gewicht. Also, können wir, glaube ich, mit dem goldenen Mittel mehr anfangen. So, wenigstens von den Katzen. Ja, die Katzen und den Dieb. Plus 12, plus 12 jede Runde. Das ist ja noch... Das ist ja vergleichsweise so geil wie mit den Obsidian Towern, mit den ganzen Guardian Towern. Der hat ja dann auch... Oh, weiß gar nicht. Hat, glaube ich, 5. 5 gebaut, 6. Level 2. Das sind 10, Level 3, 15.
Nein! Ach, schade. Ja gut, hat er auch nicht so viel gebracht. Der hat 5 Erfahrungen. Okay. 5 von 20. Naja. So schick ist es halt hier nicht, aber es geht eigentlich nur um den Royal Tower. Ich denke, meine Princess neben dem Butler wäre wirklich das Bessere gewesen. Und die hier hätte ich einfach nur ein weiter nach rechts setzen können. Das wäre sicher auch vollkommen okay. Ja, noch ein Milch braucht man, glaube ich, nicht. Egg und Dragon könnte man überlegen. Könnte man überlegen, in so eine Runde hier mit Butler und Royal zu machen, weil du hast hier so viel Platz. Das ist jetzt wirklich ja einfach nur aus Dummdelei, dass sie das jetzt trotzdem... Na, okay, ist die erste Runde. Ist ja noch eine Wave. Na, noch eine Katze. Glass vielleicht noch ein bisschen hochbringen. Aber jetzt haben wir 155 Damage. Mal gucken, wenn die sterben. 150 Damage drauf. Das kann man ja schon mal machen. Da hat dann auch der Endboss nichts mehr zu sagen, wenn wir den dreimal mit 200 Damage angreifen. Und es wird ja noch mehr. Der Butler, der lässt ja, der macht ja niemals Pause. Oh, nee, das bringt, nee, das bringt, glaube ich, hier keinen Gewinn mehr. Eine Katze kann ich vielleicht mal noch machen. Thief, nee. Milch auch nicht. Guardian habe ich nicht. Na, hier kommt noch eine Chest. Ah, hier noch. Ach, aber natürlich kann ich da nur einbauen, obwohl der zweite echt wichtig gewesen wäre. Oh. Es überlebt aber auch einfach die beiden, ne? Ja, und dass die alle grundlos frecken, ist ja auch klar. Ui. Ui, das ist aber jetzt knapp gewesen. Also ewig sollte das nicht so weitergehen. Weil wahrscheinlich wären hier Guard Tower auch nicht verkehrt. So. Der Milk bringt halt auch nur was für die Defense. Ja, komm hier. Versuchen wir wenigstens den Thief Tower mal noch ein bisschen zu pushen. Na, wenn er mit 25 kommt und den irgendwas 11 Tower angreift, dann ist klar, dass es nicht... Oh Gott. Oh Gott. Also hier, das ging viel zu spät los, würde ich mal sagen. Aber nächste Runde kommt dann zum Glück auch schon der Boss. So, jetzt wäre noch ein Thief Tower cool. Ach, shit. Naja gut, dann gucken wir uns halt an, wie das jetzt mit dem Boss wird. Geben einfach beide, also zusammen 100 Damage. Ne, Quatsch, 50% davon nur auf Stufe 4 oder wo die gerade waren. Ja, und dann haben wir halt hier einen Butler Tower mal erlebt. Stufe 3. Stufe... Ach, verdammt. Schade. Ein Gold hat noch gefehlt. Na gut. Ja, auf Stufe 3.
Ja, mit zwei Level 4 Glass Towern und ein bisschen Quatsch dazwischen. Also das Gold war, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, also Chest Tower, Thief, Horse auch nicht. Aber jetzt die Milk und Cat Tower, die hätte man auch irgendwie ersetzen können, natürlich. Das könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Probiert gerne mal was aus oder wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht zu abonnieren, subscriben, liken, disliken, drückt alle Knöpfe überall auf all meinen Channels. Guckt auf den Channel, guckt, scrollt runter, drückt da überall rum. Drückt wirklich überall hin. Irgendwo ist bestimmt ein Easter Egg versteckt. Guckt auf Twitch, abonniert dort, macht irgendwelchen Scheiß. Aber bleibt dran und habt Spaß. Und schaut euch vielleicht noch das nächste Video an. Haut rein und bis bald.